herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Der Stamm Mensch. Holger Varuna, hallo. Hallo Richter. Ob das so zulässig ist, was die da machen? Ja. Ich wollte mal fragen, ob Sie wissen, ob was für eine Fortbildung der Herr Neumann ist. Herr Neumann? Fortbildung? Ja, mir wurde gesagt, dass der Herr Neumann auf einer Fortbildung ist. Ja, wieso fragen Sie ihn denn nicht selbst? Ja, weil ich ihn nicht erreichen kann und wann er wieder da sein wird hier in der Stadt. Keine Ahnung. Hatte mit dem keinen Kontakt. Okay. Gut. Ja, ich dachte, Sie wissen ja was für ein Gemeinderat aus. Nee, keine Ahnung. Übrigens, wann sind da Neuwahlen? Hä? Wann sind da Neuwahlen? Da wollten Sie sich schon mal erkundigen. Ich mich erkundigen? Ja, haben Sie letztens mal gesagt. Muss aber schon lange her sein. Ja. Im Moment lassen Sie mich überlegen. Vier, fünf Wochen, glaube ich. Dürfen sich auch Polizisten aufstellen lassen? Nee, das ist schlecht. Weil dann sind sie in einer Doppelposition, Legislative und Exekutive, das geht ja leider nicht. Gut, ich wünsche Ihnen mal einen schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. So, der mich testen, Alter. Du den auch mal. Ich will sie testen, was ich dazu mache. Oh, was geht denn das Ding da nicht rein? Dann kann ich das nicht aufheben. Also Varuna, hallo. Hallo, Richter nochmal. Hm? Ich wollte gerne eine Fahrstunde beantragen für den Herrn Christler. Ja, dann wenden Sie sich ans Bauamt, bitte. Nee, eine Fahrstunde für den Herrn Christler, weil der fährt hier wie eine gesenkte Sau als mein Chauffeur. Sie wollen eine Fahrschule beantragen? Ja, für den Herrn Christler. Ja, dann wenden Sie sich bitte ans Bauamt. Nee, eine Fahrstunde für den Herrn Christler. Eine Stunde, jetzt. Ja. Was soll ich mit dem Herr Trissler da ausrichten? Was? Ja, der Herr Trissler, der fährt hier wie eine gesenkte Sau. Ja, heute Abend wird es nichts mehr. Bringen Sie ihn einfach morgen mal vorbei. Ich darf ja auch nicht fahren. Ach so. Ich sag dir mal, dass wir runterfahren, dann können Sie das ja mal mit ihm machen. Ja, aber nicht mehr heute Abend. Können Sie abschminken. Ja. Morgen. 12. Ja. 12 Uhr. Morgen ganz früh? 12 Uhr. Wenn das früh bei Ihnen ist. Ich weiß ja nicht, wann Sie Dienstbeginn haben. Schönen Tag noch. Ja, gute Nacht. Alter, diese Bäume, die nerven mich gerade. An, dass dieser Kleinkuhstein nicht reingeht.
Anfang das kleine Stückchen mache, dann fahre ich das Teil rüber. Nein, falsch rum. Ja, was ist denn jetzt los? Ist schon alles ein bisschen klein hier drin. Volker Wauna, hallo. Moin. Oh, was ist los? 500 sag ich schon. Ein Huni kriege ich von dir liefern. Ist aber vorher nichts gesagt, ne? Mit Wasser. Hast du aber vorher nichts gesagt. Was soll ich sonst sagen? Ja, sagen, dass es nicht umsonst ist. Ich dachte, es wäre umsonst. Ja, umsonst mach ich ja nicht alle. Das ist schon ein guter Preis, 100. Ja, Moment, ich hab grad... Ach so, warte mal, in das LO muss ich auch noch was überweisen. Und dann halt einen Wasserpreis für 20.000 an die Stadt halt, ne? Hab ich ja aber nichts mit zu tun. Ja, wie viel ist denn das? Ich weiß den Wasserpreis nicht. Okay, warte, ich muss mir das aufschreiben. 20 Grad Wasser. Und was 100 an dich? Jo. Gut, weiß ich Bescheid. Okay. Gut, danke erstmal. Ciao. Ciao. Die müssen noch 3, 5. Gut. Ja, ein Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer, Volker Varuna hier. Hallo. Ich wollte mal nachfragen, wie es denn aussieht bei Ihnen mit Paletten, Hackschnitzeln, was Sie brauchen, Kartons. Ja, ich schaue mal kurz nach, weil das macht so ein bisschen mein Bruder. Und der ist diese Woche leider noch nicht da. Mhm. Da sieht es momentan noch in der Produktion, die läuft auch ganz gut aus. Aber ich schätze mal, nächste Woche, wenn er wieder da sein sollte, würden wir wohl mal eine Bestellung aufgeben. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid.
Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das ist ja schon wieder voll, ey. Volker Varuna, hallo? Hallo, Trissa hier. Hallöchen. Wir hatten ausgemacht, dass ich mich melde, wenn ich 8 Paletten hab. Ja, ich wollte gerade zu Ihnen rüberfahren. Ich hab's mir fast gedacht gehabt. Jo, dann bis gleich. Bin ja, ich muss nur den Herrn Richter suchen. Ich weiß nicht, wo ich den abgesetzt hab. Den habe ich irgendwo abgesetzt. Ich weiß nur noch mal wo. Trinken Sie während Ihrer Dienstzeit? Nee, ich hab den bei der Nacht abgesetzt und hab mir dann schlafen gelegt und dann war er nochmal da. Achso, okay. Aber das ist nicht so schlimm. Nee, auf den kann man verzichten. Gut, bis dann. Okay, bis gleich. Tschüss. So. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das frisst mir irgendwie die Haare vom Kopf, diese Holzkohleproduktion, beziehungsweise das frisst mir die Zeit vom Kopf. Kann ich da vielleicht auch Stroh reinmachen? Was ist denn hier los? So, ich mache mal noch ein paar Hackschnitzel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.